So, ich starte jetzt einfach auch eine Aufnahme. Wunderbar. Dann ist das nicht nur ein Stream, sondern auch ein Video. Ist das nicht toll? Mensch, für die Leute, die also hier die Streams verpassen, ja, selber schuld, ne? Selber schuld. Da muss man schon die Glocke und so, ne? Da wisst ihr, Klingeling und so, ne? Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Dann wird man auch bestimmt benachrichtigt, wenn ich mal live komme. Und ab und zu bin ich das. Darauf erstmal einen Schluck. Oh. Oh, Wasser. Oh. Was sehen meine müden Augen dort? Es ist unvorstellbar, aber sehe ich hier tatsächlich eine alte Karte und dann auch noch so eine schöne alte Karte. Also, mein lieber Scholli, ne? Also das ist ja wohl mit Abstand das Schönste, was ich je gesehen habe. Und dann hast du auch nicht mal diese ganzen, nice. Diese ganzen, oh mein Gott, der Lümmel hat das gleiche wie ich. Da hast du nicht mal diese ganzen Ränder, ne? Dieses ganze Drumherum, nein. Das Ding ist einfach, du fällst runter. Du kannst das sogenannte Klippenspringen hier nochmal praktizieren. Ist das schön. Ist das schön. Eine wunderschöne Karte hier, ne? Wunderschön auf zwei Ebenen, ey. Das ist so abartig in vielen Ebenen. Auf vielen Ebenen ist das einfach nur abartig gut. Das ist schon fast revolutionär. Damals wurden Kriege geführt um solche Karten. Okay, nicht ganz. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Nee, okay. Aber nee, das ist schon wirklich cool, ne? Also, das hat mir damals schon zugesagt. Dieses auf zwei Ebenen spielen, das ist schon wild, ne? Das ist schon wirklich wild. Also halt so wirklich, ja, wirklich getrennt voneinander auf zwei Ebenen, ne? Weil wenn du hier oben bist, hast du nicht unbedingt schnell die Möglichkeit, per Fahrstuhl runterzukommen oder so. Ja, du musst dann schon halt schauen, wie du dann runterkommst. Also, schade, schade, schade. Oh! Ja, Glück gehabt. Glück gehabt, Glück gehabt. Aber, ja, oh. Hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Ja, jedenfalls. Okay. Genug 2014, ja. Genug 2014. Es reicht. Es reicht. Wir sind im Jahr 2024. 10 Jahre später. 10 Jahre später. Oh, mein Rücken. Okay. Okay. Nee. Aber, ey, Hammer. Das ist Hammer. Das ist richtig Hammer, du. Das ist ja mal hier. Ich hab halt nicht geschaut, was mich denn hier so erwartet an, ne? Aber das hier, ja, dieses Oldschool-Feeling, das ist schön, dass sie damit spielen, ne? Es ist schön, dass sie mit diesem ganzen Oldschool-Zeugs wirklich spielen, ne? Immer mal wieder halt solche Events raushauen, um einfach nochmal so ein bisschen zu weinen. Deswegen. Ja, nee, freut mich sehr, freut mich wirklich. Also das macht Spaß, das macht gute Laune. Ey, wäre lustig, wenn ich jetzt einen getroffen hätte, ne? Eigentlich will ich nicht, will mich jemand jetzt hier bitte? Dankeschön. Ja, wirklich wunderbar. Mir sind die Goldboxen egal. Also ich bin gerade happy, diese Karte nochmal wiedersehen zu dürfen. Haut er jetzt ab oder was macht er? So. Ich habe meine Granate nach hinten geworfen. Aber ich habe irgendeinen damit getroffen. Das ist nicht gut. Ich habe aber irgendeinen damit. Oh, da stürzt ein UFO ab. Ich habe irgendeinen damit getroffen. Das ist gut. Das ist gut. Ey, das ist ja. Ja, wunderbar. Was meint ihr, was hier noch so Karten uns erwarten?
Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe wirklich so die alten Beliebten. Vielleicht sowas wie Lärm noch? Ne? Das wäre noch... Was noch? Was hat man damals auch noch so gerne gespielt? Ah, verdammt. Weiß ich gar nicht. Was war denn damals noch so eine richtig tolle Karte, auf der man gerne gespielt hat? Ach, jetzt kriege ich aber auch nichts mehr hier hin. Was ist das gewesen? Kriegen wir den? Ja, sehr schön. Naja, immerhin. Immerhin. Puh. Keine Ahnung. Schon lange kein TO mehr gespielt. Ja, das ist gelogen. Das ist gelogen. Okay. Ja, danke. Danke. Schönen Dank auch. Verdammt, ey. Oh, ups. Schmeißen wir einfach mal hin. Viel Schaden gemacht. Viel Schaden gemacht, aber leider kein Kill. Mist, Mist, Mist. Nö, aber... Oh, ich hab Nasenbluten. Nehmen wir so hin. Wir nehmen das so hin, wie es ist. Nasenbluten, gut. Ich hoffe, es bleibt doch in der Nase. Mich hält hier nichts auf. Mich hält hier nichts auf. Ich muss aber so ein bisschen jetzt schniefen, alles hochziehen, damit es nicht runterläuft. Okay, gut. Da könnt ihr mal sehen, wie sehr mich das freut, ne? Da ist der Hochdruck. Der Bluthochdruck. So extrem, da schießt es mir direkt aus der Nase. Ah, überschüssiges Blut braucht keiner. Ah, verdammt. Ne. Warum mache ich hier einen auf Prima Ballerina? Na gut. So. Mist. Ich bin jetzt voll. Das ist nicht gut. Schade. Ich bin jetzt voll weit hinten hier. Ich habe nichts mehr geholt hier. Gar nichts. Und vielleicht den einen oder anderen Kill. Ja gut, aber ansonsten... Gar nichts. So, wen kriegen wir denn hier? Ah, zu spät wieder. Vielleicht bist du halt auch hier mit einem leichten Untersatz auch ein bisschen besser unterwegs, als hier einen mittleren zu nehmen, ne? Oh, nice. Aber immerhin einen nochmal hier mitgenommen. Der ist ja auch, also... So, jetzt machen wir hier aber auch einen. Auf flotten Tank. Gut. So. Na? Ah, schade. Sehr, sehr schade. Aber gut. Immerhin. Nochmal ein Kill. Gott. Ja. Alles gut, ich werde es überleben. Danke der Nachfrage. Gut. Ja, 1828 ist jetzt nicht gerade ein Meisterwerk. Es hat sehr gut angefangen, aber es hat sehr stark nachgelassen. Aber gut, also ich meine mal, ja klar, mit dem Schaden, den du hier machst, ist es sowieso egal, was für einen Untersatz du nimmst. Mist. Jetzt? Ja, immerhin. Immerhin. Du. Ja, gut. Na, nochmal einen mitgenommen hier. Aber für eine Top-Platzierung wird es halt leider auch nicht mehr reichen hier. Hallo? Was ist denn hier los? Also manchmal spinnt es einfach komplett. Haben wir hier irgendjemanden? Oh, schick.
Ah, das war knapp. Das war verdammt knapp. Oh. Jetzt haben wir die Chance. Haben wir genutzt. Ja, immerhin. Immerhin, so ein bisschen was habe ich geschafft. Das ist abartig. Gut. Jetzt aber bloß nicht Nase schnaufen, ansonsten fliegt hier alles wieder raus. Okay, gut. Vielleicht haben auch andere das Problem, dass auf einmal ihr Panzer nicht reagiert. Ey, wollte schon sagen, ne? Also... Ach, komm! Schade. Oh ja, sieht gut aus. Aber die haben halt leider schon auch die 30er-Grenze hier alle passiert, ne? Ach, das... Wenn ich hier irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen meine Position halten kann, ja, bin ich zufrieden. Aber... Naja, es sind nur 90 Sekunden, da kann noch vieles schief laufen. So, ich drop einfach mal. Ich drop, was geht. Ah, schade. Da geht einiges. Und ich bin natürlich unten. Ja, war ja klar. Das war ja mal wieder klar, du. Okay. Gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, was wir da so finden. Was finden wir denn da so? Ein paar Gegner? Hinter mir sind welche. Ja, schade. Schade. 50 Sekunden, 3 Kills, dann habe ich wenigstens auch die 30er-Marke. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Ah, 2 noch. Einer noch. Ah, schade. Ah, das ist jetzt aber traurig. Ja, wenn es jetzt bei 29 bleibt, ne? Oh, das wäre... Das wäre jetzt bitter. Ah, komm, ich habe noch eine halbe Minute. Das ist nicht gut. Diese ganzen Hopper hier, ne? Oh. Na, jetzt ist aber auch mal gut hier. Also, jetzt ist gut. So, 30. Mensch, hat aber auch gedauert. Hat aber auch gedauert. Ja, gerade so. Platz 5. Naja, geht doch. Trotzdem noch immer eine recht gute Position. Kann ich mich nicht beschweren. Boah, aber meine Nase beschwert sich. Das ist, gut. Passiert. Ja. Puh, wild. Ja. Naja. Klebt ein bisschen. Ah ja, okay. Gut. So. Ja, das war doch mal eine schöne Runde. Herausforderung hier. Sammel Sterne. Ja, alles gut. Brauch ich doch nicht. Was haben wir denn eigentlich hier noch an Containern? 8 normale. Na gut, komm. Schauen wir mal, was sich in den Containern so befindet. Vielleicht ist da ja was Nettes mit dabei. Oh, Kristalle sind immer gut. Ja, schick. Ne? Also, das war schon nett. Wirklich nett. Bisschen Eisengeschmack. Lecker. Okay. Aber Gott sei Dank war das gleich vorbei. Manchmal, wenn es dann aus der Nase läuft, dann läuft es so richtig. Niagara-Fälle. Und dann ist auch erstmal... Das ist ekelhaft. Und dann ist auch erstmal 10 Minuten lang keine Besserung in Sicht. 3 Liter Blutspenden durch die Nase. Alles kein Thema. Ich würde sehr gerne sehen, oh Alter, ich würde sehr gerne sehen, was es noch so für Karten gibt. Ich fand U-Bahn jetzt schon, das war nicht ohne. Ich würde sehr gerne schauen, was es noch so für schicke Karten gibt.
Irgendwas Cooles oder so. Also, die sind schon cool. Gar keine Frage. Aber irgendwas Cooleres. Das Coolste. Kannst du bestimmt ja auch sehen, oder? So, auf welchen Karten gespielt wird. Steht da was? Wo waren wir denn hier? Da waren wir. Ach! Das ist doch gar nicht so viel. Das ist ja gar nicht so viel hier. Es sind nur 3. Ach so. Schade, da habe ich jetzt aber mehr erwartet. Das ist aber traurig. Das ist aber traurig hier, die Prügelei. Da habe ich jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr gerechnet. Moin. Da habe ich jetzt mit ein bisschen mehr gerechnet. Das ist noch immer klebrig an den Händen. Ich muss das abreiben. So. Na komm, jetzt gib mir mal noch Karte Nummer 3, dann haben wir alles durch hier. Na komm, hier, los. Mach mal. Mach mich stolz, Junge. Na komm. Worum geht's, die enttäuschenden Tanky-Fans? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Keine Ahnung. War da irgendwas? Habe ich was verpasst? Keine Ahnung, ey. Muss ich mir den Vlog anschauen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß von nichts. So, haben wir hier noch irgendwas jetzt? Ah, und was ist es? U-Bahn. Nein, Wolkenkratzer, schade. Na gut, aber 4 Minuten können wir mitnehmen. Ja, 4 Minuten können wir mitnehmen. Eine Top-Position, ne, ist jetzt natürlich nicht mehr drin. Ich hau mich hier selber weg. Ja, gab wieder Tanky Funds, Level 30 und man kam vielleicht zur Stufe 12. Das ist doch schon mal fast die Hälfte, ne? Fast bestanden. Ja. Ich find's erstaunlich hier, dieses eine Mal, als das irgendwie alles gerockt wurde. Also, das war ja super und danach ging's nur noch bergab. Also davor habe ich auch halt schon nie mir irgendwie was Großes erhofft. Aber dieses eine Mal, das hat Euphorie ausgelöst. Ja, das war das Tanky-Sommermärchen 20. Was, wann waren das? 2023? Ja, nee. Aber ansonsten. Hilfe! Hilfe. Na? Ja, gut. Ansonsten gab es halt leider nie tolle Belohnungen, die sich halt wirklich hätten lohnen können. Ja, für Leute, die halt schon so ein bisschen mehr haben. Das war leider halt immer so ein bisschen meh. Gab es halt die ganzen tollen Sachen. Die halt wirklich toll waren, ne? Zu denen bist du halt sowieso nicht vorgedrungen. Oh. So. Und dann ist halt natürlich auch, das schon so ein bisschen schade, weißt du? Wenn du halt so siehst, oh wow, toll. Ich meine, du musst ja halt dafür schon, denke ich mal, wahrscheinlich auch ein bisschen blechen, oder? Ne? Also, du wirst es ja nicht halt. Ich sag mal so, dieser Tanky-Fonds, der wird ja nicht in die Höhe getrieben, weil wenn niemand halt Geld ausgibt, weißt du? Und dann, ja, ist es ein bisschen traurig, ne? wenn das Ganze für nicht einmal die Hälfte reicht. Das, ja. Tankys Team schafft es nur noch, sich zu überschätzen. Bin mir nicht mal sicher, ob man es geschafft hätte, wenn jeder aktive Spieler sich den geholt hätte. Das ist nochmal so eine Sache. Ja. Vielleicht nicht. Ich weiß halt auch nicht, also wie viel, sag ich mal, du wirklich ausgeben müsstest. Wenn du ja mit Spielerzahl X auf dieses Ergebnis kommen möchtest, dass es halt für die letzte Stufe reicht.
Hui, da fliegt aber was runter. So, schade. So. Na, also. Ja, vielleicht ist es ein bisschen viel, was da. Ah, verdammt. Was man da dann reinbuttern muss. So, den Kill. Okay, gut, das war ein anderer Kill. Ich wollte sagen, den Kill, den schnapp ich mir jetzt noch, aber den habe ich mir nicht mehr schnappen können. Schon wieder? Mein Panzer bewegt sich einfach in irgendeine Richtung. Ich check das nicht. Der hat sich, schon wieder, guck, hier, da, hier, beide Hände. Und ich spiele dieses Mal nicht mit Pedalen. Glaubt mir. Ja. Vermisst du das alte Tanki 2014-15? Joa. Die Community, die vermisse ich mehr als das Spiel selber so. Es ist hauptsächlich Community getrieben. Diese Nostalgie, die ich empfinde. Eher weniger von den Inhalten. Mehr Community. Ja. Ja. Ist doch ein schönes Schlusswort, oder?